Ihr Lieben, mein heutiger Rum kommt aus Bremen und damit ist es mir natürlich eine besondere Ehre, ihn heute vorstellen zu dürfen. Und Gott sei Dank kommt der Inhalt nicht aus dem kalten Norden Deutschlands, sondern von einer ganz besonderen Ruminsel und da werde ich euch heute mehr drüber erzählen. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sven, herzlich willkommen auf Rumtastisch. Hier findet ihr alles rund um die Welt des Rums. Ihr Lieben, heute habe ich hier den Hausberg Rum und zwar die Edition 2 Barbados Blend Bourbon Cask. Und da bin ich besonders gespannt drauf, denn er wurde, wie gesagt, hier in Bremen bzw. im Bremer Umland ersonnen von meisterlicher Hand tatsächlich. Eine Masterblenderin war dabei bei dieser Kreation und sie ist wirklich eine Koryphäe ihres Fachs. Und der ganze Blend wird dann aus Bremen vertrieben und damit ist es mir natürlich als Stammbremer eine besondere Ehre. Der Inhalt, wie gesagt, wurde Gott sei Dank nicht im kalten Norden Deutschlands hergestellt, sondern auf der Wiege oder in der Wiege des Rums, nämlich Barbados. Barbados, die Insel der Bärte, das ist portugiesisch Os Barbados, nämlich die Bärtigen. Von da stammt dieser Blend und es sind 3 bis 5 Jahre alte Rums mit enthalten, die alle in Ex-Bourbon-Fässern, also in Eichenfässern gereift sind. Der größte Teil ist 3 Jahre, aber ein guter Teil ist 5 Jahre alt und gibt ihm damit nochmal so einen richtigen Geschmack dabei. Und da bin ich auf jeden Fall richtig gespannt. Mit an der Kreation beteiligt war übrigens eine Masterblenderin, die sich sehr gut im Thema Spirituosen auskennt und einen sehr feinen Geschmack hat. Also meisterlich geblendet ist tatsächlich nicht übertrieben, sondern man hat da wirklich eine Expertin rangelassen und da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie das Ergebnis dann schmeckt. Bevor wir aber schmecken und riechen, schauen wir uns mal gemeinsam die Flasche an. Ich finde, obwohl dieses Label komplett illustriert ist, dass es relativ clean wirkt. Es ist so entsättigt, also entsättigte Farben. Das ist ein Label, das nicht weiß, sondern so ein bisschen pastellfarben ist. Wir lesen vorne Hausberg Rum. Dabei ist das Wort Rum groß in fetter, roter Schrift geschrieben. Das Hausberg darüber eher so ein bisschen unscheinbarer und noch weniger farblich hervorgetan. Steht dann darunter Edition 2 Barbados Blend Bourbon Cask. Das Ganze ist eingerahmt mit 2 Zuckerrohrpflanzen, die dem Ganzen noch so einen hübschen Eindruck hinterlassen und wenn man das Label ein bisschen weiter nach rechts dreht, dann lesen wir hier noch Informationen über Barbados und auch über den Rum, über dessen Alter und halt tatsächlich auch schon Hinweise auf den Geschmack und das Aroma. Die Weißglasflasche lässt einen guten Einblick hier auf den bernsteinfarbenen Inhalt. Ich finde die Flasche sehr schick, vor allen Dingen auch mit ihrem Holzkorken. Also die macht optisch tatsächlich was her und sieht sicherlich auch schön aus im Regal. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze jetzt schmeckt und riecht. Und für den Zweck habe ich hier schon ein Glas einmal vorbereitet. Und jetzt ist es soweit. Und das riecht sehr, tatsächlich sehr, 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 na, es ist so eine Mischung zwischen leicht, mild und trotzdem hat es so ein schönes Volumen dabei nach Vanille und nach so gelben Früchten. Ja, Gelbfruchtigkeit und Vanille, wie gesagt, auf jeden Fall auch. Und so ein leichter Holzton ist noch dabei. Es riecht sogar ein klein bisschen mineralisch, finde ich. Mineralisch vielleicht deswegen, weil auf der Insel Barbados wächst das Zuckerrohr auf Kalkstein. Also die ganze Insel ist eine Kalksteininsel und keine Vulkaninsel wie die anderen Inseln drumherum. Das gibt dem Zuckerrohr so einen gewissen Geschmack mit und es kann sein, dass dadurch auch diese Mineralität entstanden ist. Sehr angenehm. Ich bin gespannt. Prost. Und das ist eine lecker. Das ist eine vanillige, schokoladige, so ein bisschen Zuckerrohrsüße.
Ich kriege den Satz nicht zu Ende. Kreation, auf jeden Fall. Also es schmeckt so, so eine leichte Süße ist über all dem. Dann folgt so die Vanille mit der Gelbfruchtigkeit, das auch so ein bisschen tatsächlich in Zitrusfrüchte, also in süße Zitrusfrüchte übergeht. Und je länger ich rede, desto holziger, desto ja, so bitterer, nach Tabak, nach Bitterschokolade tatsächlich, Bitternoten, Bittermandelnoten, da sehe ich das nach hinten so ab. Also das ist sehr facettenreich. Erst total süß, vanillig, begrüßt einen sehr mild tatsächlich im Mund und wird dann ganz langsam und ganz gemächlich tatsächlich so ein bisschen bitterer. Und trotzdem hattest du so die ganze Zeit diesen Geschmack von Gelbfruchtigkeit und auch von dieser, naja, von so einer mineralischen Zuckerrohrsüße tatsächlich. Ich nehme jetzt tatsächlich so beim zweiten Mal, nehme ich so diesen Geruch der Schokolade auch wahr. Auch beim zweiten, dritten Mal. Also er schmeckt sehr mild, süß, ein bisschen fruchtig, aber nicht zu spitzfruchtig tatsächlich. Das ist mehr so eine, ja, man hat noch dieses Volumen der Schokolade mit im Mund auch. Und dann sackt das Ganze ab so in so eine Bitternotenmandel mit so einer leichten Zitrusfruchtspitze tatsächlich noch einhergehen so. Sehr interessant und sehr facettenreich. Also das ist ein richtig guter Tropfen. Ihr Lieben, dass sowas aus Bremen kommt, da bin ich quasi stolz drauf. Ich kann euch nur empfehlen, besorgt euch meine Flasche, probiert ihn mal, denn wenn ihr milden, vanilligen Rum, süßen Rum mögt, der ja trotzdem nicht zu süß ist, sondern wie so ein schöner Barbados-Blend tatsächlich schmeckt, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Alle Links, die ihr braucht, findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf rumtastisch.de. Und wenn ihr den Kanal abonniert, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin nüchtern bleiben. Prost!